hat euch vor dem Feuer des Hochofens gerettet. Oh, ich hatte Unrecht, euch zu Dingen zu zwingen, die ihr nicht tun wolltet. Wie konnte ich sowas tun? Ich muss alles vergessen haben, was meine Mama mich gelehrt hat. Könnt ihr mir jemals verzeihen? Wir verzeihen ihm. Oh, danke. Kann ich irgendetwas tun, um es wieder gut zu machen? Ja, Sie könnten eins von unseren Liedern singen. Wie geht es denn? Ehrlich gesagt, ich hatte gehofft, dass Sie drum beten. Die Mami sagte oftmals, benimm dich fein und wasch dich an den Ohren, versuch nett zu sein. Aus Liebe sagt sie so. Das ist wundervoll. Und die Erinnerung macht mich so froh. Ich hab schon ganz schön Respekt vor der Mutter. Und manchmal spiel ich draußen mit den Kumpels ganz toll. Und plötzlich tut sie Dinge, die ich nie tun soll. Wenn's verboten ist, machst du dann bei deinen Kumpels mit. Ich erinnere, steh auf! Steh für deinen Glauben, glaub mir Gott. Er gibt dir dazu den Mut. Stellt sich dazu. Falls Tratsch bei deinen Freunden grad das Sandy sein soll, dann denk, bevor du mitmachst, ist das echt so toll. Und find heraus, die Bibel lässt das Thema auch nicht aus. Oh, tu das Richtige. Und wenn du ein Problem hast, so frag Papa. Und er gibt dir dann sicher einen guten Rat. Das wird ihn freuen. Hältst du dich dann an seinen Rat ganz treu? Was riecht er denn? Sie sagten, steh auf! Steh für deinen Glauben! Glaub mir Gott! Er gibt dir dazu den Mut! Stell dich dazu! Stell dich dazu!